Handballfreunde, unser Trainergespräch. Ich darf Sie nochmals herzlich willkommen heißen. Nach unserem heutigen Spiel gegen den SV Boxheim Eutingen. Das Ganze vor 250 Zuschauern. Halbzeitstand 11:17, Endstand 25:29. Beste Torschützen von den Gästen, Thorsten Hansel mit 13 Toren. Und von Seiten unserer Rhein-Neckar-Löwen, Felix Köpper mit 6 Toren. Begrüßen darf ich zu meiner rechten Co-Trainer Markus Baumann und zu meiner linken unseren Trainer Alexander Bossert. Wem hat zuerst das Wort der Gast Markus, dein Statement zu sprechen? Ja, erstmal schönen guten Abend von meiner Seite. Ich glaube, wenn man hier bei den Löwen in der Art und Weise gewinnt und nach 5 Spieltagen 10:0 Punkten an der Tabellenspitze steht, dann hat man als Gästecoach wenig zu bemängeln. Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen und haben von Anfang an eine sehr, sehr gute Torwartleistung von Luca Cenca gehabt. Haben uns gleich abgesetzt und ja, ich glaube, alles in allem haben wir einen absolut verdienten Auswärtssieg von unserer Seite gesehen und von daher kann ich nur zufrieden sein. Schönen Dank für euch, Markus. Alex, deine Zusammenfassung bitte. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich wollte es verhindern, aber der Sieg ist auf jeden Fall verdient und damit herzlichen Glückwunsch an Pforzheim und an das Trainerteam und an die gesamte Mannschaft, die hier im Rückenwind angereist ist. Wir wussten, dass ein Derby auf uns zukommt. Wir wussten, dass Pforzheim aus den ersten Spielen richtig gute Leistungen gezeigt hat. Wir waren in der ersten Halbzeit, was das Thema Härte angeht, nicht richtig präsent. Wir haben es nicht geschafft, unseren Torhüter in der Abwehr zu unterstützen. Umso zufriedener bin ich dann damit, wie die zweite Halbzeit gelaufen ist. Wir haben uns vorgenommen, Tempospiel zu gehen, dass da mit unserer Jugendlichkeit vielleicht der ein oder andere technische Fehler passiert. Nehmen wir in Kauf. Und wir wollten in der Abwehr ein ganz anderes Gesicht zeigen und alles reinhauen. Ich finde, in der zweiten Halbzeit ist uns das gelungen. Dann muss man auch Luca Cenca im Tor bei der SG gratulieren, der heute ein grandioses Spiel abgeliefert hat. Wir haben es geschafft, auf 3 Tore ranzukommen. Also wirklich, dass das Spiel kippt. Da hat uns immer Luca Cenca einen Strich durch die Rechnung gemacht und im Angriff war es für mich Jule Borschwitz und Thorsten Hansen, die da den Kamera am Laufen gehalten haben. Von daher, ich bin mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Erste Halbzeit müssen wir schleunigst uns verbessern, weil sonst wird es nächste Woche im nächsten Derby gegen die TGS schwer. Aber ein verdienter Sieg für Pforzheim und an der Stelle nochmal Gratulation. Schönen Dank. Ja, wie man das nach überall lesen können, ihr habt noch kein Spiel bei uns hier gewonnen. Ihr seid da, nehme ich an, mit Respekt angereist, mit sehr viel Selbstbewusstsein. Wie habt ihr die Mannschaft auf dieses Spiel eingestellt? Ja, wir haben die Mannschaft eingestellt. Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze und wir wussten, es kommt eine sehr, sehr junge Mannschaft von zweiten Mannschaften auf uns zu. Wir haben genauso wie wir einige Verletzte. Sicherlich spielt es sich leichter, wenn man mit 18 Punkten Selbstvertrauen hier anreist. Und dann auch noch, Alex hat es gerade gesagt, mit so einer guten Torwartleistung zu einem Spiel kommt und sich dann gleich von Anfang an ein bisschen absetzen kann, dann macht es das Ganze natürlich einfacher. Nichtsdestotrotz wissen wir, wo wir herkommen und ich glaube, auch mit 10:0 Punkten, es wird auch wieder der Tag kommen, dass wir ein Spiel verlieren werden. Aber das genießen wir jetzt erstmal und sind zufrieden, wo wir stehen und wissen aber ganz genau, wo wir hin wollen und wo wir hingehören. Es ist jetzt eine schöne Momentaufnahme und die gilt es zu genießen. Also vor so einer Kulisse, auch vor so den Auswärtsfans, so ein Spiel zu machen. Noch dazu, Alex Lips hat hier noch nie im Herrenbereich gewonnen. Für ihn ist es natürlich auch noch was ganz Besonderes. Wir kennen uns alle ewig. Aber da kommt das Pforzheim und das macht es natürlich umso schöner für uns. Dankeschön. Schönen Dank. Alles ein Blick voraus, auf was wird es in den nächsten Spielen, auch im Hinblick auf die Verletzungssituation ankommen? Ja, die Verletzungssituation ist so, wie sie ist. Wir werden in der nächsten Woche keine Spieler zurückbekommen. Der Max Kester wird auch weiterhin festgespielt sein. Und das macht für mich aber auch nichts aus, weil ich finde, wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, in der dritten Liga auch in dieser Konstellation Punkte zu holen. Den Mut nehme ich da aus der zweiten Halbzeit. Nächste Woche steht das nächste Derby vor der Tür bei der TGS und es wird ein richtig schwieriges Auswärtsspiel. Die TGS ist schlecht gestartet, aber auch gegen gute Gegner, muss man sagen.
Die werden alles in dieses Spiel reinhauen und wenn uns das noch dann so passiert wie in der ersten Halbzeit, dann werden wir nächste Woche wahrscheinlich wieder ohne Punkte dastehen. Also von daher gilt es jetzt so, um die positiven Dinge aus diesem Spiel mitzunehmen, von der ersten Sekunde an alles reinzuhauen, so wie es heute in der zweiten Halbzeit war. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir in dieser Konstellation 2 Punkte holen können. Schönen Dank, Alex. Ja, die Herrschaften haben soweit alles gesagt. Da darf ich nochmals auf das nächste Heimspiel hinweisen. Das wäre dann am Samstag, 14. Oktober um 20 Uhr in der Trainingshalle in Kronau. Haben wir dann den TSG Heilbronn-Freudheim zu Gast. Euch darf ich einen gesunden Nachhauseweg wünschen und wir freuen uns schon auf den 24.02. im nächsten Jahr auf das Rückspiel. Ja. Das soll es gewesen sein für heute, liebe Handballfreunde. Macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.